gute und schlechte Neuigkeiten, Keeper. Reinhards und Nemesis kämpfen noch immer gegeneinander und ich bin mir nicht sicher, wie die Schlacht ausgehen wird. Keeper Malachi hat den armen Großfürsten Brabelsen besiegt, doch seine Anhänger verteidigen sich noch immer in der verzweifelten Hoffnung, es könnte noch Verstärkung eintreffen. Ey, das ist ja voll Krieg hier, ne? Naja, egal. Herzlich willkommen hier bei Dungeon Keeper 2 im Keller der Zocker Lounge zu einer weiteren Runde und wir gehen in Mission 12, die da heißt... Großfürstentum Goldbucht. Ein mächtiger Rivale, Keeper Malerei. Oh, Vampire, yeah. Großfürsten Brabelsen die Herrschaft über dieses Land entrissen. Doch obwohl ihr rätselhafter Führer nun tot ist, versuchen irgendwelche Hilfshelden immer noch, sein Reich trotzdem zusammenzuhalten. Okay, die übrig gebliebenen Einheiten des Großfürsten Brabelsen vernichten, hoffentlich babbelt er nicht so viel, und dem Keeper Malachi, den Portaljuwel entwenden. Nebenziele, eine Armee der Untoten durch Erforschung und Wiederauferstehung bilden. Yeah, geil, let's go. Wesen auf dieser Ebene gehorcht euch und niemand denkt daran, Helden zu erschlagen. Was? Ihr müsst bescheiden sein und nehmen, was ihr kriegen könnt, wo immer es auch sein mag, in den umliegenden Höhlen. Der Geruch von Tod könnte die Untoten anlocken. Ein Friedhof. Friedhof. Okay, checken wir mal die Map. Unten links, okay. Was ist denn das hier? Hier geht dann ein Weg lang. Das ist ja dämlich. Und hier auch irgendwie, oder was? Oh, wir können wieder keine Räume bauen. Das ist doch scheiße. Dann graben wir noch. Hier geht nicht, so vielleicht. Und hier ist auch ein bisschen. So vielleicht. Keine Ahnung. Ein paar Skelette sind ganz praktisch, um dem Gegner Angst zu machen. Aber ihr werdet auch noch ein paar stärkere Geschöpfe brauchen, bevor. Jetzt klingelt's Telefon. Ich muss mal ganz kurz Pause machen. Das Felsgestein selbst gähnt voller Vorfreude auf euren nächsten faszinierenden Zug. Ja, bla bla. Okay, bin ich wieder. Herzlich willkommen, wollte ich sagen. Der Schwiegervater wollte Ant-Man auf RTL schauen, müsste aber erst einen Sendersuchlauf machen. Und das hat er nicht hingebracht. Gut, wissen wir das auch. Geht hier ein 5x5er Raum hin? Ich glaube schon. Könnten wir hier irgendwo das Versteck reinzimmern? Und hier ist auch irgendwie wieder nix. Mein Gott, was ist denn das hier? Geht hier... Nö. Auch 3x3 mäßig kriegt man hier nichts gebacken. Eine Mini-Hühnerfarm, ja. Könnten wir hier hinbauen. So vielleicht. Skelettos, 7 Stück. Gut, die brauchen ja kein Versteck und nix. Was die aber gerne hätten, wäre ein Trainingsraum. Wow. Okay, haut sie zu Klump. Aua. Ich glaube, ich verliere gerade schon den ersten. Kann ich den noch hochnehmen? Puh, Glück gehabt. Da kommt schon der nächste angerannt. Heilen kostet 5000, oje. Also gut. Da würde ich doch gerne... Ach, scheiß drauf. Grab's weg und gut ist. Hier bauen wir eine Hühnerfarm rein, eine sehr improvisierte.
Und irgendwo hier hinten können wir ja... Ihr braucht eine Schatzkammer, um euer Gold zu lagern. Ich brauche eine Schatzkammer, sagt er. Wir könnten die schnieke kleine hier reinbauen. So. Und jetzt gibt's immerhin einen Friedhof. Schön. Ihr erbeutet einen Friedhof. Und wenn es gut läuft, können wir jetzt die Leichen von den Zwergen da gleich hier werden die Leichen umbringen. Der Toten hingebracht, um zu verrotten. In ihren unmarkierten Gräbern sind sie ein Festschmaus für die örtlichen Vampire. So, Hammer. Na, hier liegt noch einer, komm. Und auch du bringst mir lieber mal den da. So, schön mal alle hier. Das reicht hoffentlich. Hier geht's wieder runter. Da können wir mal butteln und hier möchte ich, also... Erstmal machen wir unsere improvisierte Hühnerfarm hier rein. So, ich hoffe, das gibt auch ein paar Hühnchen ohne so einen, Na, doch, da gibt's Eier. Gut, funktioniert. Einen Trainingsraum, das ist maximal hier möglich. Ja. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Sehr nice. Ein Vampir erhebt sich aus den Gräbern. Ein Monster, das selbst den Tod überlistet hat. Cool. Euer Trainingsraum ist noch nicht einsatzbereit. Ihr müsst ihn vergrößern. Ja. Was wollte ich sagen? Also bei. Wir brauchen einen Platz zum Ausruhen. Baut ihnen einen Schlafsack. Sei doch mal ruhig, lass mich doch mal was erzählen. Also, bei Dungeon Keeper 1 war das so, ab Level 4, meine ich, konnten die Vampire nicht mehr sterben. Wenn sie gestorben sind, haben sie ein Level verloren. Oh oh. Ich sehe da was. Und, oh. Und sind dementsprechend kaum tötbar gewesen. So, du brauchst dringend Health. Euch anderen geht's doch ganz gut, oder? Aber solange nur mit Zwergen kommt, das ist natürlich das optimale Futter für den Friedhof. So, das müsste doch dann wieder den nächsten geben. Machen wir mal noch zwei Impis. Und ja. Hier können wir ja auch nichts reinzimmern, ne? Vielleicht auch eine Schatzkammer? Keine Ahnung. Das geht noch weg. Irgendwo wird doch schon wieder gekämpft. Hier. Was hast du ein Problem, Kollege? Du bist eh schon angeschlagen. Eure Geschöpfe brauchen einen größeren Trainingsraum. Hier geht auch was rein. Ihr braucht einen Kerker, um Gegner sicher zu verwahren. Ja. Was du nicht sagst. Blöd ist, dass ich hier keine Türen mehr hinkrieg. So, die ersten sterben. Von daher keine Leichen verschwenden, bitte. Zack, zack. Trainiert hier jemand? Jo, aber du bitte auch. Da ist noch einer. Okay. Boah, habt ihr euch jetzt hier durchgegraben oder was? Wie assi ist das denn? Naja, gut, egal. Vielleicht noch ein Spielcasino als nächstes. Euer Friedhof ist vollgestopft mit Leichen. Boah, jetzt habe ich kein Geld mehr. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Ihr könnt es euch nicht leisten, Geschöpfe zu trainieren. Deshalb graben wir uns jetzt schnell mal irgendwo hier weiter. Warum kann ich das nicht anwählen? Hier, Training. Ein Vampir ist auf dem Grab. Es ist echt gerade ein Skelett gestorben. Die sind schon arg schwach, ne? Aber halt auch geil. Naja. Hier, ich brauche Gold. Aufgraben. Und ich wollte noch... So.
Okay, immerhin gibt es ein bisschen Bier. Nicht das Beste, was ich je gebaut habe. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Gut, dann geht doch mal alle trainieren. Wir bauen hier noch eine Schatzkammer hin und hier auch noch vielleicht. So. Ist ganz nett. Den Friedhof können wir noch vergrößern. Und dann können wir auch mal hier rüber graben. Was baut man hier rein? Eine Bibliothek. Vielleicht können die ja auch forschen, die Vampire. Meine ich zumindest. Boah, aber Geld ist so eine Sache, ne? Manche haben es, manche nicht. Und ich hab's gar nicht. Aber Hauptsache zwei Schatzkammern gebaut. Oh Mann. So, dann graben wir uns hier weiter. Auch wenn das bedeutet, dass wir uns da ins Wasser graben, aber pff, ist eh wurscht. So. Halt mal, hier sind zwei Leichen. So, den ersten habt ihr umgehauen. Der nächste flüchtet. Aber wenn meine Impis nur Level 1 sind, ist ein bisschen suboptimal. Wo sind der jetzt hin? Seid ihr zu doof oder was? Komm her. Und patsch. Gut. Ich meine, ich könnte euch in die Bibliothek stopfen. Oh, scheiße. Sorry, sagt man nicht, ich weiß. Versuche ich meinem Sohn immer zu erklären. Hm, ja. Hier könnte man aber eine reinbauen. Glaube ich. Es ist Zahltag. Okay, Gott sei Dank haben wir jetzt gerade genug Geld. Boah, was kostet der Friedhof? 2000. Noch teurer wie die Folterkammer. Okay, egal. Ich wollte ja auch nur eine Bibliothek geschwind mal bauen. Kleine Schnieke. Und das hier könnte maximal dann eine... oder eine Hühnerfarm. Ich weiß auch nicht. Liebe Zauberer, was treibt ihr so? Ach so, ihr geht jetzt forschen, ne? Das habe ich mir gedacht. Ihr seid wie Zauberer, ne? Und euer du... Friedhof wird angegriffen. Bitte was? Oh, und auch noch erfolgreich angegriffen. Okay, irgendein Skelett, dem geht's nicht so gut. Du bist Level 2. Du da hier. Ist noch einer dabei? Na, eigentlich wollte ich den... Na. Genau, den heilen. Du langweilst dich, aber bitte nicht da im Weg. Okay. Friedhof. Kein Geld mehr. Toll. So, hier geht's weiter. Und hier auch. Jetzt habe ich aber echt kein Geld mehr. Eure Geschöpfe brauchen einen größeren Trainingsraum. Hm. Okay. Kann ich leider auch nicht mit dienen. Nicht so wirklich, aber hier könnte man einen Raum hinbauen. Aber was?
Ihr könnt es euch nicht leisten, Geschöpfe zu trainieren. Wow, ey, echt schon wieder? Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht wieder hier Skelette verliere. Oh, dir geht's nicht so gut. Du, ist ein bisschen Heilung. Du, Vampir. Bloß kein Vampir verlieren. Alter, ja, das ist gutes Training. Ich sehe schon. Jetzt ist der Vampir Level 2. Und hier haben wir noch ein paar zu Brei. Okay. Ihr müsst weite Wege laufen. Macht hier wirklich eine Schatzkammer Sinn? Und irgendwie glaube ich, ich müsste auch meinen Friedhof erweitern. Aber boah, das kostet ja schon ein 10.000, die 5er-Reihe. Oh, hatte ich nicht schon mehr wie 3 Vampire? Ich weiß gar nicht. Komm, das macht ihr alleine. Pam. Auf geht's, ab geht's. Alle einsammeln. Da hinten. Da hinten lebt noch einer. Euer Friedhof ist vollgestopft mit Leichen. Vergrößert ihn. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Perfekt. Es reicht vielleicht auch noch ein 5. Euer Zauberspruch Imp erschaffen wurde verbessert. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Bingo, vielleicht reicht es noch ein 6. Ich brauche dringend Geld. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Yes. Und es gibt gleich Training für euch. Level 2? Habe ich da nicht irgendwo Level 4er schon gesehen? Braucht einen Kerker, um Gegner sicher zu verwahren. Nicht wirklich. Okay, bauen wir noch 2 Impis. Ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Na cool. Nehmen wir gerne mit. Vielleicht sollte ich auch mal nach da drüben irgendwie expandieren, hm? Was ist denn da? Ganz viel Wasser. Okay, weil hier ist ja auch Gold. Da kommen schon die nächsten angejumpt. So, weiter. Was haben wir gekriegt? Mehr Gold. Ja, cool. Jetzt haben wir aber gerade Gold. So. Ihr dürft wieder. Na, hallo, hier ist ein Gegner. Hallo? Jetzt habt ihr es auch kapiert. Oh, das geht schnell, ha? Zack, 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 bum, bum. Okay, gefällt mir. Da gibt es wieder ein paar Skelette. Auch nicht schlecht. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier?
Nö, hier wird trotzdem zerstört. Auch wenn es ein bisschen länger dauert. Euer Zauberspruch Donnerschlag wurde verbessert. Den krabbt er mir auch weg. Ich hab echt nur Skelette und Vampir. Ja gut, macht ja nichts. Mach doch mal hier Brücke rüber. Und schmeiß mal einen Imp hin. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So, hier rüber. Und dann schmeißen wir hier noch einen hin. Aha, hallo Portal. Und ich kann dich sehr wohl wegkillen. Die Frage ist, ob ich das will. Aua. So. Ist die Frage, ob ich das nicht sogar hätte lassen sollen? Naja, egal. So, macht mir doch hier mal die Felder noch. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Andererseits habe ich jetzt aber auch ein paar. So, und das war's, Herr Portal. Hier kommt keiner mehr. Was ist denn das hier? Der hier überall Mauern. Na gut. Und apropos, sollten wir nicht in die Mitte rein? Symbiose wurde verbessert. Aha. Okay. Können wir uns eigentlich auch noch ein bisschen sparen, ne? So, hier können wir dann auch weiter graben. Okay, 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 okay. Gefällt mir doch eigentlich schon ganz gut. Wie viel haben wir denn jetzt? 7 und 13 Skelette. Dann lasst uns doch mal noch ein Casino bauen. So, da können wir ein bisschen Karten spielen. Falls hier wieder einer anfängt zu heulen. Okay, Forschung läuft. Training dürfte nicht mehr so viel los sein, ne? Weil... Eigentlich soll ich euch alle mal... Ja, toll, jetzt ist Zahltag, wo ihr trainieren sollt. Eure Geschöpfe brauchen einen größeren Trainingsraum. Ja, ein größerer Trainingsraum. Leichter gesagt als gebaut oder so ähnlich, ne? Hier würde was hingehen. Raumtechnisch. Allgemein, grab doch hier mal... Da würde auch noch was hingehen. Ich sollte das auch weggraben. Vielleicht ist da noch was. Okay. Also hier geht es dann auch weiter. Hier können wir hochgraben. Impis haben wir 16. Machen wir mal 20 draus. 17, 18. Okay, nicht genug Mana. Okay. Egal, haben wir jetzt einen Vampir am Trainieren? Wenigstens einer. Du bist doch schon... Was ist mit dir? Du willst Kohle haben? Du brauchst mal dringend einen Arzt. Du auch. Euch geht's ganz gut. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Ja, cool. Und wo? Ah, okay. Er muss echt alles aufgraben. Alle heilen, okay. Komm, schnapp, mitnehmen. Euer Zauberspruch heilen wurde verbessert. Oh, aber hier kommen wir nicht mehr durch, ja? Da haben wir doch einen stattlichen Dungeon. Ey, ich weiß auch nicht, kann ich hier noch ein... Nein, das... Nein, nein... Halt mal, ich hab doch hier ein Casino. Boah. Das brauche ich doch gar nicht. Bau doch dann lieber ein Gefängnis? Nein.
Oh, das ist so dämlich, was ich hier mache. Pass auf, wir verkaufen das Ding hier wieder. Und wuppen noch einen Trainingsraum rein. Ich glaube, das ist viel, viel, viel sinnvoller. Und jetzt nehmen wir auch mal alle Vampire. Und ich hätte auch gerne hier noch einen Trainingsraum und hier einen Friedhof. Auch wenn das wahrscheinlich gar nichts bringt. Gut, aber die kann man noch weggraben, ne? Den auch. Das bringt dann schon noch ein bisschen was. Was machst du? Weiß keiner. Zack, 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 zack. Und hier kann man wieder ein bisschen graben. Und wo läufst du hin? Hey. Aua. Nicht sterben, okay. Da ist der Keeper. Ich sollte vielleicht... Was ist denn hier? Okay. Hier ist ein Portal. Gut zu wissen. Und grabt mal bis hierhin. Eure Geschöpfe sind zufrieden mit eurem Dungeon. Kann ich mir das Ganze hier innen dann eigentlich auch sparen, oder? Keine Ahnung. Haut doch mal die Tür auf. Gucken, vielleicht reizt man, ja? So. So. Sorry. Zack und zack. Also wenn da keine Fallen sind, dann weiß ich auch nicht. Okay, und wir sind hier bei ihm dran, haben jetzt alles hier weggegraben, was ging. Bis auf den Spaß hier, aber das schenken wir uns mal. Und irgendwo habe ich einen gereizt, hä? Nicht wirklich. Macht mal weiter. Macht einfach mal weiter. Kohlehammer. Ja, das passt. Ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Brauche ich noch mehr Räume? Brauche ich sie überhaupt? Ich weiß es nicht. Wir machen lieber jetzt mal hier noch unseren Friedhof größer. Vampire trainieren endlich. Forschen könnt ihr aber auch noch ein bisschen, aber natürlich, wenn ihr trainiert habt, geht das auch schneller. Und was geht hier ab? Du haust eine Stachelfalle kaputt, ne? Warum denn nicht? Da braucht wieder einer einen Arzt. Ne? Du? Oh, du auch. Und andere auch. So. Aua. Das war nicht der Plan, dass du dich da drauf stellst. Aua. So. Muss ich das oder muss ich das nicht? Ich weiß es nicht. Ja, kommt doch her. Hier, Vampire. Hier, Skelette. Damit euch nicht langweilig wird. Oh, was ist hinter der Tür? Warum ist die zu? Oh. Ein Level 5er Skelett, nice. Okay. Was haben wir jetzt gekriegt? Imps betäuben. Okay, cool.
pam, pam, aufmachen. Ihr braucht aufmachen. Einen Kerker, um Gegner sicher zu verwahren. Nö, ich brauche nur einen Friedhof. Alles gut. Ja, cool, ne? Schatzkammer und noch eine Schatz. Lohnt sich ja. Und ich habe gerade überlegt, ob ich das hier auslassen soll. Alter, das wäre ziemlich dumm von mir gewesen. So, erste Leiche. Alter, hier. Da ist auch eine. Ich hätte auch gern noch ein paar Vampire. Ich mag die einfach. Ich weiß auch nicht warum. Euer Zauberspruch böser Blick wurde verbessert. Da stresst einer. Komm. Überhaupt, haut mir mal die Tür auf. So, noch eine Leiche. Kostbares Gut. Okay, 15 im Sommer. Und weiter, 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 weiter. Ihr kriegt noch ein bisschen Unterstützung von ein paar Skelettos. Braucht ihr aber gar nicht. Aber hier vielleicht. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Sehr nice. Aufmachen. Dann machen wir es so, komm. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Zu Klump hauen, los, haut die Fallen weg. Und jetzt hier drüben das gleiche nochmal. Derweil können mal zwei hier die Tür aufhauen. Müsst ihr näher an der Fahne sein, um die zu sehen? Los jetzt. Und irgendwie, ich habe auch gedacht, Vampire könnten sich selber heilen, ne? Vielleicht später. Vielleicht später. Okay, die Fahne können wir wegmachen. Skelette aufmachen. Oh, geht nicht, toll. Es ist Zahltag. So. Alles einnehmen. Oh, ich habe irgendwie gedacht, hier wäre mehr. Platz hätten wir jetzt. Da gibt's noch was. Was haben wir hier? Sichern. Brauche ich das nicht wirklich? Wie komme ich denn da hoch eigentlich? Hier geht's lang. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Ah, sehe ich auch. Oh, halt mal. Nicht draufgehen. Mach das lieber auf eurem Friedhof aus dem Grab kollektiv alle zusammen. Du brauchst Liebe, du auch. Und die Vampire sagen, leck mich am Arsch, okay. Ja, die Nerven, die müssen jetzt einfach mal weg, kurz die Fallen. Sorry, Keeper. Ich komme schon ein bisschen früher. Wow, eine Indie-Falle. Überrollt nur seine eigenen. Okay. Dann geht mal ins Casino. Und meine 1, 2, 3, 4. Ihr könnt doch bestimmt hier noch. Da ist noch ein Ding. Ihr könnt hier alle mal trainieren. Zumindest die, die noch nicht Level 4 sind. Okay. Das nervt mich. Ehrlich. Was bist du? Sag jetzt nicht Level 1. Nein, du bist Level 4. Das ist gut. Komm mal hier. Manche Dinge muss man einfach selber machen. So. Ledigt. Ihr geht wieder weg.
Hier ist noch Gold. Dann gehen wir mal hier rüber. Komm, grab einfach mal alles auf. Grab doch einfach mal alles auf. Hier könnten wir durch. Okay. Und hier müssen wir halt erstmal gucken, ob wir noch was finden, was uns strategisch vielleicht weiterhilft. Ja, sehr gut. Da kommt schon zwei. Und was gibt's hier? Verärgern. Mhm. Was heißt das? Grabt euch mal noch hier durch. Und hier ist noch ein Fleck. Soweit so unspektakulär. Was machen meine Vampire? Noch ein bisschen geforscht. Können wir das eigentlich noch irgendwie vergrößern? Muss ich es vergrößern? Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Ich glaube ja fast nicht, ne? Komm, bring mal mit. Da gehen noch zwei weg. Euer Zauberspruch zusammenrufen wurde verbessert. Ach ja. Sehe ich da etwa noch eine Türe? Voll zu viele Skelette, egal. Ein Wachraum, schön. Bringt mir gar nichts. Gut, ich könnte hier meinen Dungeon reinbauen. Auch irgendwie nice, aber für was? Hier können wir noch durchgraben. Mhm. Nur was bringt mir diese Aktion wieder? Ich weiß es nicht. Okay, da ist eine Tür. Vampir wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Bitte was? Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Aua. Euer Casino ist zu klein. Okay. Verärgern. Verärgert das meine eigenen oder die gegnerischen? Das wäre ja blöd, wenn Blödsinn, ne? Okay, den hat er abgezogen. Hey, der hat sogar Helden. Nee, ist ein Dieb, ne? Ja, komm nur her. Was machst du denn jetzt, hä? Alter? Das hast du ein Problem. Oh, Angst hat er. Muss das echte Skelett das alleine machen? Und er hebt ihn hoch und tut ihn weg. Toll. Ist hier noch irgendwas? Das da oben können wir uns schenken. Wissen wir nicht, ja? Aber kartentechnisch haben wir jetzt... Oh ja, da ist noch was. Schau mal an. Was haben wir hier? Stufe erhöhen. Ja, cool. Das hat sich ja richtig gelohnt. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Ich glaube, jetzt haben wir alles, ne? Jetzt finden wir mal raus, wo sein Dungeon-Herz ist. Volltreffer. Und es wird wahrscheinlich Sinn machen, von hier anzugreifen. Dann tun wir noch seine Imps verwirren. Ich speichere mal kurz. Schnell gespeichert. Verärgern sind hoffentlich seine, nicht meine. Und ja, mir wird zwar noch trainiert, aber sei es drum. Du müsstest doch so im Schnitt Level 4 sein, oder? Ja, seid ihr auch. 9 Stück. Euer Zauberspruch Beben wurde verbessert. Okay, jetzt haben wir auch alles erforscht. Nichts mehr zu erforschen. Und damit machen wir jetzt ein Level Up.
Eure Geschöpfe haben neue Erfahrungen gemacht. Wir machen mal so, wir machen hier diesen Zauber drauf. Und wir schnappen uns alle Kreaturen. Die Mauer ist offen. Setzen alle runter. Setzen eine Fahne. Gegnerische Imps wurden betäubt. Gegnerische Geschöpfe wurden unglücklich gemacht. Jetzt gehen wir auf Sichern. Keine Ahnung, was das bringt. Und dann möchten wir einfach hier die Fahne setzen, eigentlich so. Und irgendwann sollte ich dann auch mal meine heilen, so zwischen rein. Bauen wir noch ein paar Imps. Ihr habt eine gegnerische Werkstatt erobert. Jetzt vielleicht. Braucht einen Kerker, um Gegner sicher zu verwahren. Können wir Horny einsetzen? Eure Geschöpfe gehalten. Nö, den kann ich jetzt nicht benutzen. Okay. Wie schaut's aus? Ob sie wieder heilen? Noch nicht. Noch alles gut. Noch alles gut, würde ich sagen. Ach komm, hier. Eure Geschöpfe wurden geheilt. Haut ihr hier auch alle zu Klump? Es ist immer scheiße, im Schlafsaal zu kämpfen. Das ist total scheiße. Sein Portal wäre natürlich cool, wenn wir das irgendwie wegkriegen. Hier ist die Falle, die weg muss. Und das ist gut. Euer Portal wird angegriffen. Das ist nicht so gut. Ihr habt eine gegnerische Schatzkammer erobert. Auf, wir hauen euch mal um. So. Sollte ich vielleicht aber trotzdem lieber alles für Heilen verwenden. Aber ihr haut. Yeah, jetzt kriege ich sogar eigene. Der Gegner erobert euer Portal. Ihr habt einen gegnerischen Schlafsaal erobert. Das ist gut. Ihr habt einen gegnerischen Keeper. Und jetzt hat Horny doch für uns Zeit. Hi. Du heißer Typ, du. Oh nein, es kommt da wieder nicht durch. Hey, lasst mal einen Chef durch. Hallo, Chef kommt. Achtung, er ist Arzt. Lasst ihn durch. Danke. Boah, da liegt ein toter, gammeliger Teufler. Nice, war irgendwie gar nicht schwer. Eisgefängnis schließt die Opfer der Bremsfalle ein. Ein Eisgefängnis, okay. Leder auf nacktem Knochen. Ein beeindruckendes Bild, Keeper, wie der Vampir allen den Lebenssaft abzapft, die danke. Sich gegen euch zu stellen. Ihr habt den bedauernswerten Untertanen dieses Reiches das barmherzige Vergessen des Todes gebracht. Wow. Okay, in diesem Sinne, Aasgeier, Goldbucht, wow, alle Spezialobjekte. Premiere. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt doch dabei hier auf der Zocker Lounge im Keller mit Dungeon Keeper 2. In unserem Kerker. Muhahaha. Wer es noch nicht getan hat, jetzt unbedingt abonnieren und die Glocke anmachen. Ne? Ihr wisst Bescheid, damit ihr auf keinen Fall noch eine Folge verpasst.
Und dann sehen wir uns hier wieder in der nächsten Aufnahme. Und ich freue mich auf euch und natürlich freue ich mich auch auf Dungeon Keeper. Haut rein!